beginnen wir den heutigen Test mit einigen Streichholzrätseln. Schau, hier ist ein Haus aus gleich großen Streichhölzern. Kannst du das Haus in die entgegengesetzte Richtung drehen, indem du nur zwei Streichhölzer bewegst? Haben Sie es bekommen? Hier ist die Antwort. Hier ist eine ähnliche Aufgabe, aber mit einem Stuhl. Bewegen Sie zwei Streichhölzer, um ihn nach links zeigen zu lassen. Hier ist die Lösung. Erstens, bewegen Sie dieses Streichholz hier und dann dieses genau hier. Fertig. Ich hoffe, Sie haben es richtig gemacht. Neun abzüglich fünf ergibt acht. Nein, das ist nicht richtig. Können Sie die Gleichung korrigieren, indem Sie nur ein Streichholz verschieben? Ja, so macht man das. Okay, die nächste Herausforderung für dich. Hier ist ein Haus, das aus gleich großen Streichhölzern besteht. Und hier ist eine Münze direkt daneben. Transportiere sie ohne die Münze zu bewegen in das Haus, indem du nicht mehr als drei Streichhölzer bewegst. Okay, hier ist die Lösung. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Die Münze ist drinnen. Okay, hier ist die letzte Streichholzherausforderung für heute. Diese ist ein wenig schwieriger, daher dürfen Sie diesmal vier Züge machen. Sie sollen ein Haus bauen. Sie schaffen das. Lass es mich dir zeigen. Schritt 1. Jetzt ist das Schritt 2. 3. Und das ist der letzte Zug. In einem parallelen Universum ist es nur erlaubt, Spaß zu haben und Süßigkeiten zu essen. Dort liest oder lernt niemand jemals. Frau Rellim kam nach einem langen und spaßigen Tag im Club nach Hause. Ihre drei Töchter sollten einen Tag zu Hause verbringen. Als die Frau zurückkehrte, bemerkte sie, dass jemand etwas Gartenarbeit gemacht hatte. Hannah sagte, ich habe meine Fernsehsendung gesehen. Elle sagte, ich habe den ganzen Tag geschlafen und Süßigkeiten gegessen. Ava sagte, ich war auf einer Poolparty mit meinen Freunden. Dennoch konnte Frau Rellim feststellen, dass eine ihrer Töchter gelogen hatte. Wer war es? Es war Ava. Schau dir ihre Hände genauer an. Sie hat etwas Schmutz unter ihren Fingernägeln, den sie nicht abwaschen konnte. Jason fand seinen Bruder Rowan bewusstlos auf dem Dachboden seines Hauses und rief sofort die Polizei. Als die Polizei eintraf, erzählte er ihnen, was passiert war. Er war außerhalb der Stadt und kam gerade nach Hause. Ich ging an seinem Haus vorbei und sah, dass das Licht an war. Ich sah durch das Fenster und sah ihn dort liegen, also eilte ich hinein. Ich hatte den Schlüssel. Jason wurde als Verdächtiger zur Polizeiwache gebracht. Warum? Rowan wurde auf dem Dachboden gefunden. Jason konnte ihn nicht durch das Fenster sehen, daher kann seine Geschichte nicht wahr sein. Frau Anderson kam zur Mittagszeit nach Hause, weil sie wichtige Dokumente vergessen hatte. Als sie das Wohnzimmer betrat, sah sie mitten darin einen Fremden. Im Zimmer herrschte Chaos. Jemand hatte nach etwas gesucht. Ma'am, ich bin Officer Johnson. Ein besorgter Nachbar rief die Polizei und meldete einen Fremden, der sich ins Haus schlich. Ich kam, um nachzusehen.
Frau Andersen glaubte ihm nicht. Sie erkannte, dass es sich um einen Räuber handelte und rief die Polizei. Warum? Als sie am Haus ankam, sah sie kein Polizeiauto. Eines Abends im Februar kam Frau Jonas nach der Arbeit nach Hause. Ihr Nachbar ging an ihr vorbei und sie plauderten kurz miteinander. Frau Jonas erfuhr, dass einer ihrer Söhne in einem lokalen Einkaufszentrum gesehen worden war. Aber ihre Söhne waren bestraft und durften nicht raus. Also fragte Frau Jonas sie, was sie getan hatten. Matt sagte, ich habe für meinen Klavierunterricht geübt. Luke sagte, ich habe den ganzen Tag gelesen. Und Dean sagte, ich habe den Tag im Hinterhof mit den Hunden verbracht. Frau Jonas fand ziemlich schnell heraus, wer die Regeln gebrochen hatte. Und du? Es war Dean. Er sagte, er wäre draußen mit den Hunden gewesen, aber es gab keine Fußabdrücke im Schnee im Hinterhof. Also hat er gelogen. Michelle hatte eine Geburtstagsfeier und lud ein Dutzend Freunde ein. Mitten in der Party bemerkte sie, dass ihr Bruder mit jemandem in einem Pavillon war. Aber sie konnte nicht erkennen, wer es war. Natürlich wurde sie neugierig, aber sie konnte nicht sofort nach ihnen sehen. Als sie frei war, ging sie zum Pavillon. Es gab drei mögliche Mädchen, mit denen ihr Bruder zusammen sein könnte, weil sie zu dieser Zeit nicht da waren. Wer war mit Michelles Bruder im Pavillon? Schau, es gibt Fußspuren, die zum Pavillon führen. Diese müssen Michelle gehören, das sind die ihres Bruders. Aber es gibt auch einige Fußspuren, die von High Heels stammen. Das einzige Mädchen, das High Heels trägt, ist dieses. Also muss Michelles Bruder mit ihr gewesen sein. Nun wirst du Leben retten. Ich werde dir einige Situationen zeigen. Deine Aufgabe ist es zu bestimmen, welche Person nicht klug ist. Yeah! Jane und Evan treffen ihre Freunde. Jane kam früher an und holte einige Gebäckstücke. Evan hat es eilig, weil er zu spät dran ist. Wer macht etwas falsch? Evan, er fährt auf einem Fahrradweg. Casey und Riley können nicht schwimmen, möchten es aber lernen. Casey ging zu einem See nicht weit von ihrem Haus. Riley ging direkt mit einer Gruppe von Freunden zum Meer. Wer von ihnen ist in Gefahr? Im Meer schwimmen lernen? Nicht die beste Idee. Aber Riley ist bei ihren Freunden, die Acht auf sie geben können. Casey ist allein am See. Das Schwimmen lernen ohne Leute in der Nähe ist sehr gefährlich. Jim und Mason machen Sommerurlaub in Südamerika und haben einen abgelegenen Ort in der Nähe des Amazonas gefunden, an dem keine Menschen sind. Jim schwimmt und Mason sonnt sich am Ufer. Welcher von ihnen ist in Gefahr? Jim, schau mal, es gibt Piranhas ganz nah bei ihm. Er muss sofort aus dem Wasser herauskommen. Ups, zu spät. Ha, nur ein Scherz. Sophia und Brooke sind beste Freundinnen. Sie gingen in den Wald, um sich in ein altes, verlassenes Herrenhaus zu schleichen. Welche von ihnen ist nicht schlau? Das ist Sophia. Dieses Mädchen trägt Absätze, nicht die beste Wahl in dieser Situation. Maya und Kate kommen zu spät zu ihren Terminen, deshalb fahren sie über dem Geschwindigkeitslimit.
Wer von beiden ist in größerer Gefahr? Kate, schau mal, es liegen so viele Dinge in ihrem Auto herum. Im Falle eines Unfalls könnte ihr etwas treffen. Lassen Sie uns jetzt testen, wie aufmerksam Sie sind. Schauen Sie, hier ist eine Münze und drei Becher. Ich lege die Münze hier in den mittleren Becher. Ihre Aufgabe besteht darin, die Münze zu beobachten und mir dann zu sagen, wo sie ist. Bereit? Los! Also, wo ist die Münze? Schau, es ist hier. Hast du es richtig gemacht? Okay, lass es uns noch einmal versuchen. Jetzt habe ich vier Tassen und ich werde sie schneller bewegen. Ich lege die Münze genau hier hin. Also, wo glaubst du, ist es? Ja, es ist in dieser Tasse. Jetzt machen wir es noch schwerer und schauen wir mal, ob sie es jetzt schaffen. Fünf Tassen und sie bewegen sich sogar schneller als zuvor. Bereit? Also, wo ist das Geldstück? Es ist genau hier. Tolle Arbeit. Eine Frau hat drei Töchter. Lily, Rose und Jasmine. Sie wird bald eine weitere Tochter haben. Wie denken Sie, wird sie sie nennen? Brooke, Aurora oder Violet? Die Frau scheint sich für Blumennamen zu entscheiden. Daher wird sie ihren jüngsten Tochter wahrscheinlich Violet nennen. Miel ist eine Archäologin, die alte Höhlen und Krypten erforscht, die bis ins alte Ägypten zurückreichen. Eines Tages betritt sie einen Tunnel und sieht, dass er sich in drei kleinere teilt. Wenn sie den linken Tunnel nimmt, stolpert sie über eine Mumie, die sie verflucht. Der zweite Durchgang hat eine Grube auf dem Weg. Wenn sie den dritten Weg wählt, läuft sie in einen Tunnel voller giftigem Gas. Welchen Weg sollte Miel wählen? Uh-oh. Schau mal, da liegt ein Brett neben der Grube. Miel kann es benutzen, um die Grube zu überqueren. Okay, und jetzt habe ich eine letzte Frage an dich. Wie viele Mumien passen in eine leere Höhle? Nur eine. Denn nachdem eine Mumie hineingelaufen ist, ist die Höhle nicht mehr leer. Nun technisch gesehen.